freue mich, dass ich Ihnen die Qualitätsinitiative der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin vorstellen kann. Sie heißt Klug entscheiden und sie soll ganz wesentlich an der Indikationsqualität, die ja heute schon vielfach adressiert ist, arbeiten. Die verschiedenen Qualitätsaspekte im Gesundheitswesen werden je nach politischer Landschaft unterschiedlich adressiert, und gegenwärtig diskutieren wir sehr intensiv über die Ergebnisqualität und wie wir möglichst auch die Vergütung an das Ergebnis koppeln können. Und wir alle sind uns natürlich einig darüber, dass wir ein gutes Ergebnis wollen für die Diagnostik und die Behandlung unserer Patienten, sind uns aber, denke ich, auch einig darüber, und das ist ja heute auch schon angeklungen, dass ein Ergebnis nur ein gutes sein kann, wenn auch die Indikation gestimmt hat. Und deswegen ist, glaube ich, gerade heute eine Fokussierung auf die Indikationsqualität besonders wichtig. Und ich glaube, wenn wir irgendeine Form finden würden, wie wir sowohl Indikationsqualität als auch Ergebnisqualität berücksichtigen könnten, auch im Vergütungssystem, dann hätten wir einen guten Schritt nach vorne getan. Also ein Behandlungsergebnis ist dann nur wirklich gut, wenn die Indikation gestimmt hat. Und die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin definiert für ihre Initiative Überversorgung und Unterversorgung. Überversorgung wären häufig durchgeführte Maßnahmen mit wissenschaftlichem Nachweis, und das ist ganz wichtig, komme ich noch darauf zu sprechen, dass sie nutzbringend sind. Dass sie nicht nutzbringend sind. Also erste Kategorie, Überversorgung, häufig durchgeführte Maßnahmen mit wissenschaftlichem Nachweis, dass sie nicht nutzbringend sind. Und daraus würde eine Negativempfehlung resultieren. Und Unterversorgung, ganz analog, häufig unterlassene Maßnahmen mit einem belegten Nutzen, und daraus würde eine Positivempfehlung resultieren. Und die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin hat das Privileg, dass sie 12 unterschiedliche Schwerpunkte und assoziierte Fachgesellschaften hat mit den Spezialisten von der Deutschen Gesellschaft für Angiologie, Endokrinologie, Geriatrie, Hämatologie, Onkologie, Intensivmedizin, Infektiologie, Deutsche Gesellschaft für Kardiologie, Nephrologie, Palliativmedizin, Pneumologie, Rheumatologie und Gastroenterologie. Also sind die Spezialisten, die quasi unter dem Dach der DGIM dann an diesen klug entscheidenden Empfehlungen nach der zuvor genannten Definition gearbeitet haben. Das unterscheidet die Initiative von der Choosing Wisely-Initiative, ist ein Unterscheidungsmerkmal, wo den Schwerpunkten die Auswahl überlassen ist. Hier ist es tatsächlich zwar eine Erarbeitung der Kriterien durch die Schwerpunkte, aber dann eine interdisziplinäre Konsensfindung. Und das andere Kriterium ist, oder der andere Unterschied ist, dass sowohl positiv als auch negativ Empfehlungen erarbeitet werden. Und das ganze Initiative wurde unterstützt, auch durch die AWMF. Patientenorganisationen waren involviert, die Bundesarbeitsgemeinschaft für Selbsthilfe als Patientenvertreter und der BDI. Und ich möchte Ihnen jetzt eingangs kurz eine Mitgliederbefragung vorstellen, die wir zuvor durchgeführt haben, um, wenn Sie so wollen, initial auch die Frage zu stellen, ist es überhaupt sinnvoll, über dieses Thema zu sprechen, oder ist es nicht relevant? Und diese Mitgliederbefragung wurde durchgeführt bei den 19.183 Mitgliedern der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, die über eine Internetadresse verfügen. Und die Anzahl der erfolgreichen Interviews betrug 4.181, das ist 21,8%. Das ist, glaube ich, eine sehr gute und repräsentative Response. Und es war auch erfreulich zu sehen, dass die unterschiedlichen Schwerpunkte wirklich repräsentiert
waren, entsprechend ihrer Größe natürlich und ihrer eigenen Mitgliederzahl. Es liegt auch eine Analyse aufgeteilt auf die auf die verschiedenen Schwerpunkte vor, die eigentlich ein ziemlich homogenes Ergebnis über die gesamte innere Medizin wieder gibt. Es entspricht der Mitgliederverteilung hier der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. 55% arbeiten im Krankenhaus und 24% in der niedergelassenen Praxis. In dieser Umfrage 57% Männer, 43% Frauen und 66,3% waren aus der Altersgruppe zwischen 30 und 50 Jahren. Und kommen zunächst zu dem Aspekt der Überversorgung. Da lautet die erste Frage: Wie häufig kommen überflüssige Leistungen in Ihrem Zuständigkeitsbereich vor? Und da sind doch 70% der Befragten der Meinung, dass das zumindest mehrmals pro Woche ist. Und wie Sie sehen, 1 bis 10 Mal täglich waren 25,9%. Also es ist zumindest keine Seltenheit. Dann die Frage, wie groß ist Ihrer Meinung nach das Problem, das durch überflüssige Leistungen in unserem Gesundheitssystem entstehen? Und das sind 50% der Meinung, dass es eher ein großes Problem ist, und 80% sind der Meinung, wenn man das zusammenfasst, dass es ein relevantes Problem ist. Also auch da haben wir die Bestätigung gesehen, dass es sinnvoll ist für eine medizinische Fachgesellschaft, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Welche Folgen haben Ihrer Meinung nach überflüssige Leistungen auf unser Gesundheitssystem? 93% sind der Meinung, dass daraus dadurch die Gesundheitsausgaben steigern. Potenzielle Verunsicherung der Patienten 67%, potenzieller Schaden 63%. Das ist, denke ich, ganz bemerkenswert. Und welche der folgenden Gründe sind Ihrer Meinung nach für die Durchführung unnötiger diagnostischer oder therapeutischer Maßnahmen ausschlaggebend? 79% Sorge vor Behandlungsfehlern. Ich glaube wirklich, dass das eine große Rolle spielt. Ich muss an dieser Stelle nicht sagen, dass die Umfrage anonym durchgeführt wurde. 63% haben den Druck der Patienten, die Forderung der Patienten, dass die Maßnahmen durchgeführt werden, angeführt. Und immerhin 49% Erzielung zusätzlicher Erlöse. Und dann noch, wenn wir bei den Erlösen sind, die Frage, wie ist der Anteil am Gesamtbudget? Das ist jetzt natürlich sehr geschätzt, kein relevanter Anteil, sagen 16,9% und über 10%, sagen 35%, unter 10%, 47,8%. Gut, das ist natürlich eine reine Schätzung und ich glaube, das hätten Sie wahrscheinlich jetzt so vorhergesehen, diese Antwort, in welchem der folgenden Bereiche tritt Überversorgung ganz besonders häufig auf, im Bereich der Bildgebung und im Bereich der Labordiagnostik. Und dann kommt an dritter Stelle apparative technische Therapie. Wichtig die Frage, denn wir wollen ja nicht nur analysieren und deskriptiv tätig sein, sondern wir wollen was verbessern. Durch welche Maßnahmen kann Überversorgung reduziert werden durch regelmäßige Fortbildung, sagen die meisten. Also Fortbildung spielt dann doch offensichtlich eine ganz entscheidende Rolle. Nach Publikationen der überflüssigen Leistungen durch die Schwerpunkte und Abrechnungen in Abhängigkeit von der Indikationsqualität, sagen 26%. Also die Mehrheit ist da doch der Meinung, dass durch Fortbildung und entsprechende Publikationen der Empfehlungen in der Literatur einen Erfolg erzielt werden könnte. Ganz kurz zur Unterversorgung. Interessanterweise sind die Mehrzahl der Kolleginnen und Kollegen der Meinung, dass Unterversorgung nicht wirklich relevant ist. 50% sagen, dass Unterversorgung in ihrem Bereich in weniger als einmal pro Woche vorkäme und mehrmals pro Woche, sagen 22,4%. Das war für mich eigentlich erstaunlich und darüber kann man natürlich diskutieren, ob das den Tatsachen entspricht oder nur natürlich die Wahrnehmung wiedergibt. Und entsprechend sagen auch die meisten,
dass in unserem System Unterversorgung kein Problem oder kein relevantes Problem darstellt. Wenn Unterversorgung, dann am ehesten in der medikamentösen Therapie. Also da gibt es dann einen Unterschied zwischen Über- und Unterversorgung, was die Bereiche anbelangt. Aber auch hier ist die Mehrzahl der Befragten der Meinung, dass durch entsprechende Fortbildung was erreicht werden kann. Und es wird Kritik an den Leitlinien laut, die einfach in der Fülle des Materials und der Anzahl der verschiedenen Leitlinien zu den verschiedenen Themen offensichtlich nicht verarbeitet werden können. So, die Mitgliederbefragung hat uns bestätigt in unserem Vorhaben, und wir haben uns, obwohl doch viele geäußert haben, Unterversorgung würde kein relevantes Problem sein, haben wir uns dafür entschieden, sowohl die Unterversorgung als auch die Überversorgung zu adressieren. Und wir haben dann die zuvor zitierten Schwerpunkte gebeten, jeweils 5 Positiv- und 5 Negativ-Empfehlungen zu erarbeiten, also 5 Positiv-Empfehlungen für Aspekte der Unterversorgung und 5 Negativ-Empfehlungen für Aspekte der Überversorgung. Und wir haben das den Schwerpunkten selbstverständlich überlassen, nach welchen Modalitäten sie vorgehen wollen. Einige haben das auch unter Zuhilfenahme einer Mitgliederbefragung getan. Es gibt natürlich besondere Kriterien, die berücksichtigt werden mussten, auf die werde ich gleich noch eingehen. Es gab da eine Konsensuskonferenz, auf der alle Schwerpunkte vertreten waren, und es war wirklich ganz erfreulich zu sehen, wie die Interaktion der 12 Schwerpunkten und assoziierten Fachgesellschaften funktioniert hat. Die Patientenvertretung habe ich bereits erwähnt. Es wurde dann nochmal das Vorgehen diskutiert, es wurden Formulierungen erarbeitet und der Prozess vereinheitlicht. Es gab dann jeweils Kritiken an die Schwerpunkte und die Aufforderung zur Revision und nach eingehender Revision dann die Konsentierung wieder in dem multidisziplinären Approach, was, denke ich, ganz wichtig ist für das Vorgehen. Jetzt entscheidend für die klug entscheidenden Empfehlungen in der EGIM ist, dass die Empfehlungen evidenzbasiert sein müssen. Und Evidenz bedeutet hier in aller Regel das Vorliegen einer oder mehrerer adäquater Publikationen. Und nur im Ausnahmefall wurde Expertenmeinung, aber dann auch nur aus einer bereits publizierten hochrangigen Leitlinie akzeptiert. Die letzte Situation kam zur Anwendung insbesondere in der Palliativmedizin und in der Geriatrie, weil verständlicherweise insbesondere in der Palliativmedizin häufig Studien fehlen und es uns dennoch wichtig erschien, auch dort auf die klug entscheidenden Empfehlungen nicht zu verzichten. Aber sonst ist die Regel Publikation. Es gibt wenig Versorgungsforschungsdaten in Deutschland. Insofern gibt es keine gute Evidenzlage dafür, wie häufig irgendwelche Dinge der Überversorgung oder Unterversorgung durchgeführt werden und nicht durchgeführt werden. Da war es also die Einschätzung durch die Konsensuskommission, dass die Fehlversorgung häufig stattfindet, denn nur das sollte natürlich adressiert werden. Und dann schließlich, wie schon erwähnt, die Konsentierung. Was verspricht sich die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin von ihrer klug entscheidenden Initiative? Eine Hilfe bei der Indikationsstellung, aber natürlich nur auf dem Fokus der 120 Empfehlungen, die tatsächlich publiziert sind, und man muss diskutieren, wie das weitergeht. Auch eine Unterstützung der individuellen Empfehlung im Gespräch mit dem Patienten, denn die klug entscheidenden Empfehlungen sind eigentlich für die Interaktion mit dem Patienten vorgesehen, und wir stellen uns das durchaus vor, dass man dieses Papier auch mal in die Hand nehmen kann und sagen kann,
da steht's, um vielleicht einem Patientenwunsch nicht zu entsprechen. Und wir haben ja zuvor gesehen, dass das gar nicht so selten vorkommt. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Prozess ist die Diskussion, die wir damit führen, die wir heute führen, und damit die Sensibilisierung und insbesondere die Sensibilisierung dafür, dass nicht immer alles Machbare auch durchgeführt werden muss. Daraus sollte resultieren eine Verbesserung der Indikationsqualität, die spiegelt auch zurück eine Vermeidung von Zufallsbefunden, was ein ganz großes Problem in unserer Medizin ist und werden wird, und eine Unterstützung bei der Arzt-Patienten-Interaktion. Ich möchte nochmal betonen, dass die Klug-Entscheid-Empfehlungen auf wissenschaftlicher Evidenz beruhen. Insofern kann ein fehlender Nutzennachweis nie zu einer Klug-Entscheid-Empfehlung führen. Ein fehlender Nutzennachweis kann nie zu einer Negativempfehlung führen. Es muss eine Studie vorhanden sein, die tatsächlich belegt, dass dieser Nutzen nicht vorhanden ist. Und ich glaube, dieser Rückzug auf die Wissenschaft und auf die Evidenzbasis ist eine ganz entscheidende Voraussetzung auch für die Glaubwürdigkeit dieser Initiative. Und schließlich kann auch kein Arzt für sich in Anspruch nehmen wollen, eine Maßnahme durchzuführen, für die es ganz klare wissenschaftliche Evidenz gibt, dass sie nicht indiziert ist. Wir hoffen, dass diese Initiative auch gesehen wird von anderen Partnern im Gesundheitssystem, von der Politik, von den Kostenträgern, Ärzteorganisationen oder zum Beispiel dem gemeinsamen Bundesausschuss. Die Klug-Entscheiden-Empfehlungen unterliegen einer wissenschaftlichen Dynamik, und was heute wissenschaftlich als korrekt, als State of the Art betrachtet wird, kann vielleicht in Zukunft mit einer neuen Studie eine andere Einschätzung erhalten. Da gibt es Beispiele aus der Choosing Wisely-Initiative in den USA, wo tatsächlich auch mal eine Empfehlung ins Gegenteil umgedreht wurde, weil eine neue, besser durchgeführte Studie ein anderes Ergebnis erbracht hat. Aber ich glaube, das ist in der Natur der Sache. Was soll klug entscheiden nicht sein? Es soll kein Ersatz für Leitlinien sein. Es wird auch nie auf der Breite der Leitlinie erarbeitet werden. Es soll in dieser Form auch keine Richtlinie sein. Es kann auch die individuelle, evidenzbasierte Entscheidung. Und ich glaube, das ist das, über was wir heute Morgen wirklich diskutiert haben. Die Entscheidungen müssen evidenzbasiert sein, das bestimmt unser Handeln, aber im Rahmen dessen gibt es natürlich die individuelle, auf Erfahrung und Empathie beruhende Entscheidung für den einzelnen Patienten. Natürlich kann klug entscheiden Anamnese, Untersuchung und Gespräch nicht ersetzen. Ganz wichtig, es gibt keinen Vollständigkeitsanspruch in keinster Weise, und wir sehen die klug entscheidende Initiative auch nicht als Grundlage für Priorisierung, Rationierung oder Sparmaßnahmen. Es ist uns gelungen, jetzt die Initiative und die Serie im Ärzteblatt zu veröffentlichen. Es folgen jetzt weitere Publikationen in den nächsten Monaten, in den nächsten Wochen, Monaten, bis die gesamten 12 Schwerpunkte abgearbeitet sind. Wir empfehlen, dass in Zukunft klug entscheidende Empfehlungen auch direkt mit Leitlinien erstellt werden. Ich habe heute Morgen mit Herrn Raspe darüber diskutiert, wie geht es denn weiter. Braucht man denn noch mehr klug entscheidende Empfehlungen? Ich glaube, dass die einzelnen Schwerpunkte jetzt durch einen Lernprozess durchgegangen sind und dass wir vielleicht schon noch einzelne Empfehlungen erarbeiten sollen, einfach auf der Basis des Wissens, das jetzt entstanden ist. Und es gab sicherlich auch bei den einzelnen Schwerpunkten Hemmungen, Tabuthemen
aufzugreifen, die eigentlich unter dem Überbegriff klug entscheidend thematisiert werden sollten. Aus meiner Sicht ist klug entscheidend in der Lehre ein ganz wichtiges Thema und vielleicht auch der Schlüssel, langfristig unser Denken und unser Vorgehen zu ändern. Wenn Sie sich mal zurückversetzen in Ihr Studium, wir waren alle fasziniert von dem Machbaren und das Studium ist aufgebaut, alles Machbare zu erlernen. Und im Staatsexamen werden die Studenten gefragt, was können sie bei der und der Erkrankung machen? Und da muss der Student 1 bis 10 aufzählen. Und wenn er schlussendlich dann auch noch die Hirnbiopsie nicht vergisst, ist es umso besser. Ich glaube, das muss man ändern und deswegen hat die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin jetzt auch ein Forschungsprojekt finanziert, klug entscheiden in der Lehre. Da geht es jetzt erstmal darum, einen Teil der klug entscheidenden Empfehlungen in Lehrinhalte umzuformen und in einem zweiten Schritt auf häufigen Falschantworten von Studenten neue klug entscheidende Lehrinhalte zu formulieren, und wir machen das mit einer neuen Lehrform, dem Key Feature Learning, wo die Studenten praktisch in einer simulierten Examensklausur an die Lehrinhalte rangeführt werden. Und ich bin gespannt, es wird jetzt deutschlandweit mit den verschiedenen Fachgesellschaften multizentrisch durchgeführt, und ich bin ganz gespannt, was von dieser Initiative in der Lehre dann zu erwarten ist. Meine Hypothese, die man irgendwann testen muss, dass klug entscheiden, klug umgesetzt die Qualität der medizinischen Versorgung signifikant verbessern kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auch von mir vielen Dank, Professor Hasenfuss. Jetzt bin ich aber trotzdem gespannt, wie ich bin, weil ich bin kein Mediziner, sondern Ökonom, habe dazu noch in dieser furchtbaren Politik gearbeitet. Und Politik vermittelt sich durch Geschichte. Sie haben jetzt sehr lang uns erklärt, wie Sie zu den Empfehlungen kommen, positiven wie negativen, was KRE sein soll, was sie auch nicht sein soll. Aber ich würde einfach jetzt wirklich brennend interessieren, sagen Sie mal 2 Beispiele. Also ein klassisches Beispiel ist natürlich Umgang mit, oder da gibt es einige Empfehlungen dazu, Umgang mit Antibiotika. Kein Einsatz von Antibiotika bei unkomplizierten Atemwegsinfekten, kein Einsatz von Antibiotika bei asymptomatischen Harnwegsinfekten. Ich glaube, das sind wichtige Themen, das sind Situationen, die zu Antibiotikaresistenzen führen, das sind Situationen, die zu Nebenwirkungen von Antibiotika führen. Und wenn Sie die Fehlversorgung, und hier gibt es Daten, gerade bei den Atemwegsinfekten, die Fehlversorgung und die Übertherapie mit Antibiotika untersuchen, dann sagen die Studien, dass 70% der Antibiotika-Behandlungen nicht erforderlich seien. Ein zweites Beispiel, möchten Sie das kommentieren? Soll ich mein zweites Beispiel? Zweites Beispiel kommt aus der Kardiologie. Das lag mir auch besonders am Herzen. Da geht es um Koronarinterventionen, also um die Aufweitung von verengten Kranzgefäßen. Und da ist die Aussage, dass verengte Kranzgefäße nicht aufgeweitet und mit Stent versorgt werden sollen, wenn nicht zuvor nachgewiesen werden konnte, dass aus dieser Verengung auch eine Durchblutungsstörung resultiert. Und auch das basiert auf einer klaren Studie, wo Patienten randomisiert wurden, die verengte Kranzgefäße haben und dieser Ischämie-Nachweis nicht vorliegt. Und da konnte gezeigt werden, dass in diesem Fall eine Aufweitung keineswegs zu einer Verbesserung führt. Sie können damit auch nicht Herzinfarkte verhindern. Es ist eine Langzeitstudie, die 5-Jahres-Ergebnisse liegen vor. Und danach sind numerisch betrachtet sogar die Patienten mit der Aufweitung schlechter gestellt als mit der konservativen Therapie. Das ist
zwei Beispiele. Noch ein Beispiel für bisherige Unterversorgung. Bisherige Unterversorgung, auch da habe ich versucht zu stimulieren, auch ein Aspekt in der Kardiologie, die Sporttherapie. Es gibt gut durchgeführte Studien, die zeigen, dass die gezielte Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit durch Ausdauertraining selbst bei Patienten mit Herzschwäche zu einer Verbesserung der Lebensqualität führt und wahrscheinlich, die Studien stehen noch aus, zu einer Verbesserung der Prognose. Also die Positivempfehlung heißt, die Indikation, ja, nicht mehr Sport, sondern Sporttherapie. Es ist nicht damit getan, den Hund zweimal um die Ecke zu führen, sondern es geht wirklich darum, dass wir mit den Patienten dieses Thema besprechen und Sport rezeptieren. Und ich glaube, schlussendlich führt der Schlüssel zur Umsetzung nur über eine Verankerung dieser Sporttherapie auch in der Gebührenordnung. Okay, so, dann gehen wir jetzt zu den Fragen. Bitte sehr. Nein, ist in Ordnung. Ich bin Herr Mühlhauser, ich bin Vorsitzende des Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin und ich habe zwei Anmerkungen oder Fragen. Das ist eine Art Kampagne, die wir gefahren haben, und es ist eine Intervention. Und solche Interventionen, wie viele andere, haben ja auch mögliche unerwünschte Wirkungen. Das eine wäre zum Beispiel auch am Beispiel jetzt von den Antibiotikern, so wie Sie das genannt haben, dass dann zwar weniger Antibiotika verordnet werden, aber vielleicht nicht mit der richtigen Indikation. Also weniger alleine ist ja noch kein Wert, sondern es geht ja darum, dass Antibiotika dann gegeben werden, wenn sie notwendig sind, indiziert sind. Das andere ist, wie kann man denn ausschließen, dass wenn jetzt verschiedene Dinge hier propagiert werden, die weniger gemacht werden sollen, dafür andere Dinge mehr gemacht werden. Also Sie haben ja die Zeit, auch die Gründe, die selbst angegebenen Gründe und die Ärzte, warum sie etwas zu viel machen. Ich meine, in unserem Gesundheitssystem ist es ja nicht unwahrscheinlich, dass andere Dinge dann mehr gemacht werden. Also ich meine, man müsste ja bei solchen Interventionen jetzt auch den Schaden mit evaluieren. Und meine letzte Frage ist, im Grunde genommen ist es ja so, wenn man evidenzbasierte Medizin umsetzen würde, dann bräuchte man das alles nicht. Das stimmt. Eventuell ist das ja eine Ablenkung von dem, was eigentlich passieren soll. Also ich greife den letzten Punkt als erstes auf. Das ist ja evidenzbasierte Medizin und wir haben versucht, die Spitze des Eisbergs, wo die Umsetzung eben nicht evidenzbasiert funktioniert, zu identifizieren und auf die aufmerksam zu machen. Also ich glaube, wir sind da durchaus diesbezüglich nicht unterschiedlicher Meinung. Es geht einfach darum, die Dinge zu identifizieren, die falsch gemacht werden. Und dann kommt die Frage, warum werden sie falsch gemacht? Sie werden häufig falsch gemacht, obwohl sie in den Leitlinien stehen. Also ist die Frage, warum kommt die Information aus den Leitlinien nicht rüber? Wird sie so nicht identifiziert und verinnerlicht, dann ist es Fehlwissen. Oder wird sie nicht umgesetzt aus anderen Gründen? Patientenforderungen, unsere Kollegen treten an uns mit Forderungen heran. Patient wird überwiesen, eine Verengung in den Kranzgefäßen aufzuweiten. Schicken Sie den mal zurück und sagen, es besteht keine Indikation an den zuweisenden Kardiologen. Wir machen das, aber das sind typische Situationen, die dann dazu führen, dass man halt doch den Stent implantiert und der Patient ist auch froh, wenn er keine Stenose mehr hat. Aber es ist eben nicht leitlinienkonform und es gibt ganz klare Studien, die zeigen, dass dadurch ein Schaden entstehen kann. Darum geht's. Kann Choosing Wisely zu Unterversorgung führen? Dazu gab es einen ganz interessanten Artikel, auch im New England Journal vor einigen Wochen und da wurde dies auch diese Frage gestellt. Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass sowohl Überversorgung als auch Unterversorgung adressiert wird. Auch wenn unsere Kollegen dieses Problem nicht so gesehen haben. Ich glaube, wir alle sind der Meinung, dass es da ist.
und dass man sich vielleicht besonders bemühen muss, die Aspekte der Unterversorgung zu identifizieren. Und ich glaube, dann wird aus der Mischung klar, um was es geht, nämlich um die richtige Indikation, um da, wo zu wenig gemacht wird, aufzufüllen und da, wo zu viel gemacht wird, runterzufahren. Und ich glaube, das gleiche Argument ist auch einsetzbar für die Frage der Kosten und der Kostenersparnis. Und im Gegenzug muss vielleicht auch mehr ausgegeben werden für Dinge, die zu wenig durchgeführt werden. Der Versuch von Charität, und Sie hatten das Ausbildungskonzept genannt, das finde ich ganz fantastisch für die Studierenden. Haben Sie auch dann für die viel breiter ja aufgestellte Ärzteschaften, also es sind ja viel mehr, die man eigentlich damit adressieren muss, die Studenten, die jetzt nachwachsen in diesen Bildungskonzepten, die brauchen ja noch Jahre, bis sie in der Praxis ankommen, wenn sie dieses Konzept adaptieren sollen. Gibt es denn Fortbildungs- oder Bildungskonzepte für die bereits tätigen Ärzte? Weil die gegenwärtigen Bildungskonzepte scheinen ja da nicht zu fruchten, weil diese ganzen Evidenzen sind ja bekannt und da auch schon vielfach propagiert worden. Die Ärzte machen es trotzdem. Also zunächst wird es jetzt ja publiziert, insofern steht es zur Verfügung. Das ist die eine Möglichkeit, aber Sie haben natürlich recht. Und das ist jetzt eine wichtige Aufgabe, an die wir uns ranmachen, dass wir uns einfach Gedanken darüber machen, wie bringt man das Ganze unter die Leute und in die Umsetzung. Und genauso wichtig ist natürlich, und auch da muss ich gestehen, haben wir kein gutes Konzept, die Evaluation. Was hat es tatsächlich gebracht? Keine weiteren Fragen. So.